Schwarz. Alle guten Daily Vlogs fangen mit einem schwarzen Bildschirm an. Und jetzt geht's ab. Dann denkt nämlich einer, boah, der will hier rechts in die Straße, zieht raus, ballert den um. Zack, gibt's eine Plastikhüfte. Jetzt! Hey. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. So, moin Mahlzeit, Leute. Wie geht's? Gut? Ja, mir geht's auch gut. Alto Belli, gestern war ich ja in Deadpool, ne? Boah, ist das ein geiler Film! Ich könnte ja jetzt hier spoilern und so, ne? Aber ich tue es nicht. Zieht ihn euch rein. Hashtag unbezahlte Werbung. War ein unglaublich geiler Film. Unglaublich geil. Mann, war das ein geiler Film. Ein unglaublich geiler Film. Ja, ich habe jetzt gerade hier Mittagspause. Wir haben hier 14.30 Uhr. Bin jetzt auf dem Weg in die Innenstadt hier bei uns in die Fahrschule. Und da habe ich heimlich Sushi bestellt. Ich habe euch doch mal erzählt, ich bin süchtig, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ja, ich bin Sushi-süchtig. Kann man, naja. Jeder hat so sein Ding. Bei mir ist es Sushi. Früher habe ich immer gedacht, bah, wie eklig, Fisch und so, bah. Aber es gibt auch so geile Dinger mit Avocado und sowas, die bocken richtig. Ja, und ansonsten, also haue ich mir gleich den Fisch rein, da die Sushi-Dingsbums. Und ja, nachher habe ich noch ein paar Fahrstunden. Heute ist, was ist heute für ein Tag? Freitag. Heute ist Freitag. Yo! Heute Abend gehe ich noch mit ein paar Kumpels und Freunden was essen, trinken und so. Morgen ist Samstag, da sind auch wieder Fahrstunden. Also, Fahrlehrer haben schon ein hartes Leben. Wir können uns nicht mehr umballern, so wie früher. Weißt du? So, weißt du, was ich meine? Nee, geht nicht mehr. Hey, du. Oh, der hat seinen Blinker noch an. Ganz gefährlich. Ganz gefährliche Sache. Jetzt fährt der Motorradfahrer hier vor mir und hat einen Blinker. Pass auf, zeige ich euch. Habt ihr gesehen den Blinker, ne? Den hat der jetzt die ganze Zeit beim Fahren angehabt. Ultra gefährlich. Dann denkt nämlich einer, boah, der will hier rechts in die Straße, zieht raus, ballert den um. Zack, gibt's eine Plastikhüfte. Kein cooles Ding. Also immer gut aufpassen, ne? Wenn ihr Mopedfahrer seht oder so, die sind immer potenzielle Organspender. Was ich noch sagen wollte ist, ja, bald ist Wochenende und heute mache ich noch eine Folge über dieses Licht-Dingsbums. Die kommt ja auch noch online. Und weiterhin veröffentliche ich immer noch was aus meinem Online-Kurs. Also dran denken, könnt ihr euch alles Mögliche reinziehen zu Technik und wie diese ganze andere Geschichte funktioniert. Ja. Und dann hoffe ich mal, dass der Sushi-Mann gleich pünktlich da ist. Nämlich mega Qualm auf der Pelle. Stehste? Kennt ihr das, wenn in eurem Kopf die ganze Zeit Musik läuft? Sowas habe ich schon mein ganzes Leben lang. Also zumindest seit ich denken kann. Und das ist schon ganz schön lange. Da läuft immer Musik. Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Falling in love with you. Keine Ahnung warum. Immer wieder das Gleiche. Manchmal sind auch ein paar gute Songs dabei. Ja. Oh. Kennt ihr eigentlich den Begriff hangry? Also die Mischung aus hungry und angry? Ja, ich bin einer von den Menschen. Auch wenn man das manchmal nicht glaubt. Aber wenn ich lange, lange nichts zu essen gekriegt habe, werde ich voll so grammelig und denke so, no. Ja. Und manchmal ranze ich dann auch meine Perle an. Ja. Aber nur manchmal. Eigentlich bin ich ein ganz lieber Typ. Aber jetzt hoffe ich, dass der Sushi-Mann mal da ist. Und die Ampel grün wird. 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 Die Ampel ist grün! Wow! Ja, wie meine liebe Maximal romantische Lippe, jeder wissen, keiner hilft uns. Fair Play. Gott sei Dank gibt es Filme und Fernsehen. Da, wo ich meine Bildung hernehme. Oh, das war gefährlich. Ich bin schon da!
Sack. Von uns macht jetzt so ein Portugiese auf. Public Five. Traditional Casual Food. Ich glaube sogar glutenfreie Küche oder sowas. Tja, bin ich mal gespannt. Können wir in der Mittagspause mal rübergehen. Brauchen wir nicht immer Sushi bestellen? Da drückt mal die Daumen, dass das cool wird. Der letzte war nicht ganz so cool. Der war nur ein halbes Jahr da drin. Das ging irgendwie voll schief. Tja. So, die Anni macht drin noch eine Anmeldung. Da will ich gar nicht stören und nerven. Deswegen setze ich mich jetzt noch da draußen und warte hier auf den Sushi-Mann. Und währenddessen beantworte ich noch ein paar WhatsApps und so ein Kram. Und hoffe einfach, dass der Sushi mal gleich kommt. Das hoffe ich wirklich. Ja. Der Sushi-Mann war da, Freunde. Es gibt Sushi! Es gibt Sushi! Oh. Jetzt geht's richtig los. Essen wir eigentlich draußen oder drin? Draußen. Draußen, wir essen draußen, wir essen draußen. Da ist er! Ah, ja, vielen Dank. Ja, die Mittagspause jetzt. Das ist ja schön. Ja. Vielen Dank. Hallo. Hi. Hi. Schön. Aber gesund auch. Das ist ja, ja das. Ja. Freunde, das kann ich euch nicht vorenthalten. Also schaut mal her. Die Dinger hier sind frittiert und gebraten. Oh. 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 Und da ist. Oh. Und. Oh. Und das ist nur Gemüse. Oh. Und das schmeckt. Ich kann euch das nur empfehlen. So, jetzt ist aber Pause, jetzt hauen wir erstmal rein hier. So, Feierabend! Nee, doch nicht, der fährt noch durch hier. Erstmal eine Sonnenbrille aufsetzen. Ich sehe ja nichts. Ah, jetzt wieder. Feierabend, Freunde! Ja? Sushi reingenagelt, das war lecker. Die letzten Fahrstunden abgearbeitet und jetzt haben wir 19 Uhr. Jetzt fahre ich noch schnell in die andere Fahrschule und da mache ich dann noch für euch die Folge für heute fertig. Und wenn das fertig ist, dann muss ich erstmal zum Sport. Ich sitze ja den ganzen Tag hier in der Karre. Den ganzen Tag. Und mein Körper, der sagt schon, hör mal, Robby. Robby, ist alles okay? Brauchst du mich noch oder soll ich schon mal? Und dann sage ich, nee, bleib doch noch. Ja, also werde ich da gleich noch mal eine Runde irgendwie, weiß ich auch nicht, Karate im Garten machen oder was? Vielleicht nehme ich euch heute Abend auch mal mit essen. Wir waren noch nie zusammen essen. Na, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Okay, also bis dahin. Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Mache ich jetzt schon das Ende? Nee. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch noch einmal mit in die Lagstraße. Und da schneide ich dann noch einmal eine Folge zu Ende, lade die andere hoch. Und dann ist auch schon wieder morgen, Freunde. Morgen ist Samstag, morgen wird auch gechackert. Jeden Tag wird gechackert. Schakalaka. Also, ne? Schaffen. So, Sadie, ey, right. Hab ich euch gesagt mit der Musik, ne? Läuft immer in meinem Kopf. Jetzt ist es, ich glaube, God's Plan heißt das Lied von. Da, ja, wie heißt der Typ? Drake. Von Drake. Ja. Try to keep a peace when there's a struggle for me. I'm pulling up at 6 a.m. the car on me. You know I like it when. Ich glaube, das hören wir jetzt erstmal. Komm, das hören wir erstmal. Struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like.
like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hope I bad things. There's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey. It's. Hey. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they're bringing crushes to the party. Hey, you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40, Ali, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Hey, someone watching this shit close, yep, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, bro, hey. Wishing, they wishing on me. Still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish. Was kommt jetzt eigentlich für ein Song? Seid ihr genauso gespannt wie ich? Ach boah. Krasse Playlist. Krasse Playlist. Super Song, aber ein super Song. Kennt ihr den? Mutter sehen allein, ich sitz da da bis in der Flur und schau beim Boxen zu. Treibern zieht zwar in die Pappenhorn, steckt es ein unterdrücktes Selbstvertrauen. Gesichter scheinbar schwollen und blutig rot, genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Was soll das überhaupt sein, Schnitzelbrot? Die Knie greift dazu, fliegen zu sein. Aber darum geht's ja gar nicht. Es lebe der Sport, er ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei alt und jung. Na komm, wir gehen rein jetzt. Wird den Schiedsrichter verdroschen. Steigen Sie ordentlich in die Goschen. So. David! Wochenende, siehst du? So, und jetzt habe ich festgestellt, die Leitung, die ich hier geordert habe, wie auch immer man das nennt, viel zu schwach. Jetzt habe ich eine Folge gemacht, 14 GB hat die letzte. Die lädt seit einer Stunde, nach anderthalb Stunden lädt die hoch. Wollt ihr wissen, wie weit die ist? Pass auf. 58%, wow. Eine Stunde noch. So. Richtig gut. Richtig gut. So. Wollt ihr eine Cola? Oder eine Fanta? Oder eine Sprite? Oder Popcorn? Guck mal. Da lässt er nicht lange auf sich warten. Nicht lange. So, ihr Hasis. Jetzt ist aber gut. Jetzt schneide ich die Folge noch zu Ende. Denkt dran, ich habe euch lieb. Passt auf euch auf. Und macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Abonnieren, liken und wir sehen uns. Tschüssi!